Aber Moment mal, die Zahlen sind doch brillant. Die deutschen Autohersteller haben letztes Jahr so viele Autos gebaut wie nie zuvor. Klingt super, aber verkauft werden die Autos immer öfter im Ausland. Der wichtigste Absatzmarkt und die große Wachstumshoffnung der Autobauer: China. Hier herrscht Goldgräberstimmung. Wie der Autoboom das Land verändert hat, wie Politik und Wirtschaft ticken und welche Rolle die Deutschen dabei spielen, in all das hat Katrin Brüggemeier einen tiefen Einblick. Seit 8 Jahren bringt sie chinesische Experten und deutsche Automanager zu Fachtagungen zusammen. Überall sieht man Audi, Mercedes, BMW. Es ist schon, auch wenn man mit Chinesen spricht, sie lieben die deutschen Autos und sie schätzen auch eben die Qualität. Und sie wissen ganz genau, wenn sie ein deutsches Auto kaufen, dann hält es ihnen auch. Wenn du arm bist, aber dir schon ein Auto leisten kannst, kaufst du dir ein chinesisches Auto. Wenn du schon ein bisschen reicher bist, kaufst du dir ein japanisches. Aber wenn du wirklich Geld hast und dazugehörst, kaufst du dir eben ein deutsches Auto. Dank Wirtschaftsboom können sich immer mehr Chinesen überhaupt ein Auto leisten. Und damit ein Stück Unabhängigkeit und Freiheitsgefühl. Gute Nachrichten also für deutsche Autobauer. Aber es sind gleichzeitig schlechte für den Autostandort Deutschland. Denn die Produktion verlagert sich. Dahin, wo die Kunden sind. Nach China. Eine Zeitenwende. Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens baut Daimler Motoren außerhalb von Deutschland. Und zwar hier. Im neuen Mercedes-Werk im Süden Pekings. Seit längerem gilt, neue Arbeitsplätze entstehen in China. Denn die Konzerne verdienen jetzt hier ihr Geld.